Im Kalenderjahr 2022 werden eine ganze Reihe Veränderungen auch den Lohnbereich treffen. So zum Beispiel wird der Mindestlohn ab Juli 2022 angehoben auf 10,45 Euro und 3 Monate später, also im Oktober, wird er sogar hochgesetzt auf 12 Euro. Auch beim Minijob gibt es in diesem Jahr eine Veränderung, und zwar auch im Oktober 2022. Die ursprüngliche Grenze von 450 Euro wird angehoben auf 520 Euro. Und wenn du die 520 Euro durch 12 Euro Mindestlohn teilst, dann weißt du auch, was die maximalen Stunden sind, die du dann deinen Mitarbeiter noch beschäftigen darfst. Auch beim Minijob gibt es eine Veränderung. Zurzeit sind es noch 1300 Euro, die früher begonnen haben bei 450 Euro. In der Zukunft wird die Untergrenze des Minijobs bei 520 und die Obergrenze angehoben auf 1600 Euro liegen. Auch hier kannst du dann unter Berücksichtigung des Mindestlohns dir ausrechnen, was die maximalen Anzahl von Arbeitsstunden sind, wenn dein Minijobber einen Vertrag über 1600 Euro hat. Wenn du dabei Unterstützung brauchst bei deiner finanziellen Planung oder auch bei den Fragen zur Lohnkostenkalkulation oder zur Abrechnung, dann lade ich dich gerne ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir von der X-Group helfen dir gerne bundesweit dabei, diese Fragen zu beantworten, um deine Planungsrechnung für dein Unternehmen auf ein solides Fundament zu stellen. Ich lade dich aber auch jetzt ein, das Video zu liken, den Kanal zu abonnieren, und unter dem Video findest du den Link zu einem kostenfreien Erstgespräch. Und ich wünsche dir viel Erfolg dabei, deine unternehmerische Zukunft zu gestalten. Dein Daniel Schäfer.